Ich darf herzlich begrüßen die Veronika Lindstein von der Mögen, die Sandra Schütz von der Betriebsländern, den Harry Marisch von der Rundschau und heute auch dabei der Robert und die Emela Epphardt von TV21. Und ich sage euch, das TV21 wird mitschneiden in unsere Diskussion und dann auch online stellen auf TV21.de, da kann man sich dann auch hinterher anschauen. Wunderbar, dann auch allen optisch herzliches Willkommen. Ja, es geht, wie gesagt, um die Aktionen 80.000 und 40.000. Da hat es in den vergangenen Tagen schon ein bisschen Verwirrung gegeben. Gleich vorweg zur Erklärung, die Aktion 80.000 ist das, was die SPÖ in Niederösterreich vorhat, nämlich 80.000 neue Jobs zu schaffen innerhalb der nächsten, ich sage jetzt einmal 5 Jahre, das wäre der Plan, um nämlich dann so etwas wie eine Vollbeschäftigung in Niederösterreich zu erreichen. Und ich habe euch auch die einzelnen Zahlen geschickt für eure Bezirke, wie viel das wäre für die einzelnen, also für die Bezirke. In Korneuburg sind es, glaube ich, ich habe es jetzt nicht im Kopf, 3.600, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber ich habe es ja hingeschrieben, ja. Und die Aktion 40.000 ist das, was der Bund macht für Langzeitarbeitslose und Jugendliche. Und diese 40.000 sollen auch natürlich in Niederösterreich einfließen. Wie genau das stattfinden soll, das wird uns jetzt dann der Martin Peter mal ein bisschen erzählen. Ich darf dir eigentlich das Wort weitergeben. Vielen Dank, lieber Ewald. Auch von mir ein herzliches Willkommen, das erste Mal bei einer Pressekonferenz online. Ganz kurz zu den Zahlen. Seit 1. März, also die Zahlen sind vom 1. März 2021, sind in Korneuburg, im Bezirk Korneuburg, 3.352 Menschen als arbeitslos gemeldet. Dem stehen 522 offene Stellen gegenüber und eben über diese Aktion 80.000 bräuchten wir im Bezirk Korneuburg 3.900 neue Arbeitsplätze, also würden wir neue Jobs schaffen, um in den kommenden 5 bis 10 Jahren eine Vollbeschäftigung in unserem Bezirk zu erreichen. Diese Aktion 80.000, wie schon der Ewald gesagt hat, ist eine Initiative der SPÖ Niederösterreich, wo wir zusätzlich zu den Aktionen 40.000, die ja vom Bund kommt, die wir jetzt ja schon kennen, weil da gibt es ja die Aktion 20.000, hat es ja schon gegeben einmal für die Langzeitarbeitslose, wo ja unser Bezirk Korneuburg relativ gut profitiert hat. Auch in Korneuburg hat es Arbeitsplätze für diese Mindestsicherungs- und Langzeitlosenbezieher gegeben. Wie soll das funktionieren? Ihr wisst ja, dass ich auch auf europäischer Ebene arbeite und hier gibt es ja ganz tolle Investitionsprogramme für Bildung, Infrastruktur, Pflege und natürlich jetzt für den Green Jobs. Und da sollte man viel stärker diese Investitionsprogramme auch bei uns im Bezirk nutzen, um da jetzt Jobs zu schaffen, neue Jobs zu schaffen, eben um, um diesen Wert zu erreichen. Was ich noch dazu sagen möchte, weil ich auch im Facebook geboten habe, ob die Veronika ist so eine fleißige Facebook-Leserin, immer in der Gruppe Korneuburg in der Stadt zu gegeben, hat es einen Brief vom Bürgermeister gegeben. Ja, das stimmt, das wird in Korneuburg so gemacht. Der Bürgermeister, da ja die Städte und Gemeinden, die Mindestsicherungsbezieher als Hauptwohnsitz haben, müssen ja was abgeben. Das kostet ja ein Geld für diese Gemeinden und für diese Städte. Und daraus her kann man diese Mindestsicherungsbezieher bzw. Langzeitarbeitslosen auch für Tätigkeiten in der Stadt einsetzen. 2017 wurde dieses Gesetz im Niederösterreichischen Landtag gegen die Stimmen der SPÖ beschlossen.
Wie sinnvoll das ist, möchte ich jetzt eigentlich da jetzt hinterfragen, weil wenn wir die Aktion 40.000, die vom Bund für diese Langzeitarbeitslosen und für diese Mindestsicherungsbezieher einführen würden, ja, dann könnten wir wirkliche Annäherung an den Arbeitsplatz machen, weil dann können wir, so wie wir in Karneuburg, eine Beispielsperson ist ja in der Stadtgemeinde jetzt übernommen worden, schon vor längerer Zeit in Karneuburg, im Bauamt, wirklich die Langzeitarbeitslosen oder Mindestsicherungsbezieher wieder in den Arbeitsmarkt einführen, weil meiner Meinung nach Unkrautschupfen oder Straßenkehren jetzt nicht wirklich eine Näherbringung oder eine Implementierung in den Arbeitsmarkt bringt. Für mich ist wichtig, dass man jetzt wirklich in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten alle zusammenhalten, nämlich Politik und Wirtschaft, und an einer ernsthaften Problemlösung dieser Arbeitslosigkeit zu arbeiten, weil nur wenn wir Visionen haben für die Zukunft, wie können wir eben neue Jobs schaffen, können wir, glaube ich, auch die Wirtschaftskrise, die uns noch lange begleiten wird, etwas abfangen. Eines möchte ich noch zu der Finanzierung auch dazu sagen, weil die Frage wird kommen, wie kann man das finanzieren, wie teuer ist dieses, diese Aktion 40.000, also die Aktion 40.000 sollte für den Bund für ganz Österreich zwischen 190 und 250 Millionen Euro kosten, um 40.000 Menschen, die jetzt arbeitslos sind oder in der Mindestsicherung sind, wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das ist immer wie überall, auch in der Kommunalpolitik, eine Frage des Wollen und Tuns. Wenn ein Bundeskanzler Kurz 210 Millionen für Eigenwerbung ausgibt, dann frage ich mich, ist das sinnvoll, Inserate zu schalten oder ob ich 40.000 Menschen wieder die Würde und einen Arbeitsplatz zu geben. Also das ist für mich schon sehr ausschlaggebend, aber das, wie schon öfters gesagt, die Prioritätensetzung konservativer ist immer eine andere wie eine sozialdemokratische Prioritätensetzung. Ist von der Kommunalpolitik jetzt bis in die Bundespolitik eben zu spüren und zu sehen. Das war jetzt einmal mein Anfangsstatement. Ich glaube, der Ottmar Holzer als Vizebürgermeister kann auch ein bisschen was dazu zu diesem Thema sagen. Danke. Ja, danke Martin. Von mir auch ein herzliches Willkommen. Wie gesagt, ich bin sehr dankbar unserer Bundesparteivorsitzenden der SPÖ für die Aktion 40.000, die erweitert von unserem Franz Schnabel auf die Aktion 80.000. Ich sehe mich damit bestätigt, ich habe ja vor einem Jahr schon im Gemeinderat einen Antrag eingebracht über Zusätze für Lehrlinge. Das war der erste Schritt für junge Menschen. Und jetzt müssen wir ganz im Sinn von Kostes, was es wollen, weiterdenken, Langzeitarbeitslosen, die ausgehen, dass sie wirklich qualifizierte Arbeitsplätze auch in den Gemeinden bekommen. Und da auf die Gemeinden aufgrund von Corona sicher auch große finanzielle Hürden sind, ist es eine Aktion mit den Förderungen, wo die Gemeinden sicher bereit sein werden, denke ich. Ich hoffe auch, dass wir die Bürgermeisterin überzeugen können und neue Arbeitsplätze schaffen und somit für die Langzeitarbeitslosen qualifizierte Arbeitsplätze geben. Wir sind ja nicht in der Meinung, dass wir Notstandsbezieher herangezogen haben, aber ich glaube, es ist enorm wichtig, denen Menschen Perspektiven zu geben. Und wenn die Förderungen im ersten Jahr bis zu 100%, im zweiten Jahr abgestuft Förderungen da sind und einmal ein Langzeitarbeitsloser 2 Jahre bei der Gemeinde beschäftigt war, bin ich davon überzeugt, dass wir den Menschen dann auch
länger in Beschäftigung halten können und damit für die Bevölkerung und vor allem für die arbeitslosen Menschen Perspektiven schaffen können. Danke, Obmann. Darf ich vielleicht diejenigen bitten, die dort nicht am Wort sind, das Mikro stumm zu schalten? Wir haben da so Störgeräusche von Da wissen wir aber jetzt auch nicht, wo die herkommen, aber vielleicht kann man das dann so bewegen. Gut, gibt es Fragen von Seiten der Medien, bitte? Welche Jobs könnten das sein in den Gemeinden oder was könnte man sich da vorstellen? Ja, wir haben ja das schon gehabt, also in der Verwaltung, im Bereich der Verwaltung haben wir ja schon im Bauernleben aufgenommen gehabt, die wir übernommen haben. Es kann im Bereich des Wirtschaftshofes sein, es kann im Bereich auch Bürgerservice sein, also Verwaltung ist ganz stark. Da kann man sehr gut ansetzen, da wird immer mehr gesucht und gebraucht. Also diese Jobs kann man schaffen. Und so wie der Ottmar Holz ausgeführt hat, kann man ja auch Lehrlingsplätze oder Lehrplätze in den Gemeinden schaffen, um die arbeitslosen Jugendlichen mit einzubinden, die es ohnehin schwer haben, einen Job zu finden. Ja? Ja, vielleicht noch ergänzend, in Stockerau gibt ein eigenes Pflegeheim und die Pflegeberufe sowieso Mangelberufe sind, auch da wäre die Möglichkeit, die eine oder andere Langzeitarbeitslose wieder unterzubringen oder im Bildungsbereich, Kindergärten, Schulen. Es gibt genügend Bereiche, wo in den Gemeinden Arbeitskräftemangel herrscht. Die letzten Jahre, Jahrzehnte ist das Personal eh schon überall am Limit und ich glaube, an Kreativität scheitert es nicht und Möglichkeiten gibt es genug, wenn man nur will. Da geht es nur um die Arbeitsplätze im öffentlichen Bereich, habe ich das richtig verstanden? Keine Förderung für private Arbeitgeber. Bei der Aktion 40.000 geht es um einen öffentlichen Bereich, Vereine, Organisationen. Zusätzlich dann andere Förderungen über die Aktion 80.000 ist es natürlich enorm wichtig, Arbeitsplätze zu schaffen, Betriebsansiedlungen, Grundstücke zur Verfügung stellen. Bei der Aktion 40.000 geht es wirklich für Arbeitsplätze, die die öffentliche Hand, die Gemeinden oder auch Vereine schaffen. Vielleicht zur Ergänzung, das AMS vergibt ja sowieso immer auch für Langzeitarbeitslose Unterstützungen. Da muss halt jeder Chef selber hingehen und mit denen verhandeln, wie viel er kriegt. Das ist eine relativ individuelle Sache. Aber diese Förderung gibt es ja eigentlich eh immer. Und das wäre jetzt eben zusätzlich für tatsächlich Langzeitarbeitslose. Und wie schaut die Förderung genau aus? Der Vizebürgermeister Holz hat es nur kurz angesprochen. Das heißt 100% im ersten Jahr und dann... Haben Sie dann abgestuft? Dann 75% für die nächsten 6 Monate und dann noch einmal 50% für die weiteren 6 Monate. Das heißt, die Förderung zieht sich über 2 Jahre hinweg, wo man dann insgesamt nur ein Viertel der Lohnkosten tatsächlich selber zahlen muss. Der Rest fällt unter die Förderung. Ich habe euch gerade geschickt auch schriftlich ein paar Daten und Fakten, da steht da auch einiges drin. Da könntest du dann die Zahlen bitte rausnehmen auch. Sind die Gemeinden? 75% ist das. 75%, ja. Sind in der Gemeinde Stuckerau nicht Arbeitsplätze abgebaut worden in den letzten Jahren oder haben wir das falsch mitbekommen? Es gab in den letzten Jahren sicher immer wieder Nachjustierungen, aber auch Stockerau, wie viele Städte, sind wachsende Städte und schon langsam muss man wieder umdenken. Wie gesagt, der erste Schritt war im Vorjahr, wo wir eine zusätzliche Lehrstellen beschlossen haben und mehr Lehrlinge aufnehmen. Und wenn das Leistungsangebot gehalten werden soll, wo ich mich sehr dafür einsetze, wird es ohne Neuaufnahmen nicht gehen. Weitere Fragen? Und vor allem ergänzend noch, mit dem Fördermodell haben es die Gemeinden dann ja auch viel, viel leichter, neues Personal aufzunehmen. Na
ganz kurz noch zurückzukommen zur Aktion 40.000 und dem Bürgermeisterbrief. Wenn diese Aktion 40.000 kommen würde und sollte, dann würde natürlich auch diese Arbeitskräfte wegfallen, also oder diesen Brief, wo die Bürgermeister die Langzeitarbeitslosen anschreiben, um geringfügige Tätigkeit durchzuführen, würde natürlich dann wegfallen und es würden richtige, wirklich richtige Arbeitsplätze dann geschaffen und nicht nur Papierglauber-Arbeitsplätze quasi. Gut, gibt es noch Unklarheiten, die man beseitigen kann? Veronika? Ja, wo bringt ihr eure Idee ein, diese 40.000 im Nationalrat? Oder? Der Kommunalsprecher, Bürgermeister Andreas Kollross, hat diese Aktion 40.000 schon im Nationalrat eingebracht. Es wird natürlich Resolution auch im Landtag geben, wo die Aktion 40.000 dann auch noch vorgestellt wird, beziehungsweise soll über die ÖVP quasi der Druck ausgeübt werden an die Bundesregierung, diese Aktion wieder einzuführen. Und wenn wir ehrlich sind, ist die Chance eher gering, weil die ÖVP-FPÖ-Regierung hat ja die Aktion 20.000 abgeschafft. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die ÖVP die Aktion 40.000 jetzt erbringen wird. Aber um einen Druck zu erzeugen und um ein Umdenken der Bundesregierung um ein Umdenken anzuregen, gibt es eben diese Pressekonferenzen, gibt es eben diesen öffentlichen Auftritt von den Kommunalpolitikern, dass wir schauen, dass diese Aktion wieder ins Leben gerufen wird. Darf ich noch ergänzen von der Aktion 20.000? Da ist ja damals, glaube ich, auch in Kneipp aufgenommen worden. Ich glaube, der hat seinen Job immer noch, ist das richtig? Habe ich eh gesagt, ja genau, im Bauamt gibt es wen, den ich konkret weiß. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht im Wirtschaftshof auch einer über oder zwei überblieben sind. Und ich weiß, dass Kneipp diesen Antrag in allerletzter Minute, ich glaube, das hast mir du einmal erzählt, Veronika, das habe ich nicht mehr gewusst, in allerletzter Minute gestellt hat, dass wir fünf Aktion 20.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bekommen haben. Also ÖVP-Bürgermeister nützen das Angebot, wenn es es gibt. Also könnten sie es, glaube ich, auch für uns auch unterstützen, dass es wieder so ein Angebot gibt. Und diese Aktion 80.000 wurde die schon im Landtag eingebracht, oder? Hallo, versteht ihr mich? Ja, dann ist in St. Pölten schon diskutiert worden, aber noch nicht jetzt offiziell beschlossen oder was. Ja, es gibt kein Beschlusswort. Ja, beschlossen ist noch nicht, aber diese Aktion 80.000 ist in Diskussion. Ja. Und wird eben auch einmal medial breit getreten, um ein bisschen einen Druck auf die ÖVP auszuüben, dass man vielleicht hier was bewegen kann. Darf ich vielleicht erinnern, wir haben in Niederösterreich über 500 Gemeinden, die natürlich jetzt zusätzliche Aufgaben auch in Sachen Impforganisation und Testorganisation und so weiter übernommen haben und die vielleicht tatsächlich Arbeitsplatzbedarf hätten. Ne? Das wäre natürlich eine gute Möglichkeit für die Gemeinden, jetzt einmal für 2 Jahre sehr günstig zu einer zusätzlichen Arbeitskraft zu kommen und umgekehrt für den Arbeitslosen wäre es halt toll, wenn man natürlich jetzt eine Zeit lang bei der Gemeinde arbeitet und sich dort qualifizieren könnte. Ne? Also das würde auch für die Kommunen ja durchaus Sinn machen, die ganze Aktion. Und die Aktion 80.000, das Modell ist genauso wie die Aktion 40.000 mit den 100%, 75 und 50? Nein, das ist was anderes. Willst du erklären, Martin?
oder soll ich? Ja, kann ich gern. Nein, die Aktion 80.000 bedeutet in Wahrheit nur, dass wir 80.000 Jobs für ganz Niederösterreich brauchen, eben runtergebrochen auf den Bezirken, wären das 3.900 neue Jobs im Bezirk Karl-Neuburg, um eine Vollbeschäftigung zu erzielen. Und bei dieser Aktion 80.000 sind eben diese Förderungsmittel auch über die Europäische Union zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen angedacht, um diese Mittel besser einzusetzen, wie auch der Ottmar Holzer gesagt hat, um auch Arbeitsplätze zu schaffen in den Kommunen, quasi die Betriebsansiedlungen zu fördern und natürlich auch auf Landesebene Pflege- und Bildungsinvestitionsprogramme zu schnüren, um da wieder im Pflegebereich und in der Bildung mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Und diese Zahlen vielleicht, wenn euch das verwundert, die genannt werden für Karl-Neuburg, eben 3.900 haben wir, glaube ich, als Ziel für die Aktion 80.000 und 3.200 ungefähr sind aktuell arbeitslos. Da sind jetzt schon eingepreist natürlich auch ein Teil von denen, die noch arbeitslos werden in Zukunft. Ne? Weil das soll ja in den nächsten Jahren praktisch Vollbeschäftigung sein. Daher ist die von uns genannte Zahl höher als die der aktuellen Arbeitslosen, weil es ist leider ja, wie wir alle wissen, zu rechnen, dass in den letzten Monaten einige Firmen leider Gottes die Corona-Krise nicht überleben werden und ja Arbeitslose noch entstehen werden, die wir zum Teil jetzt mit in die Zahl schon aufgenommen haben. Deswegen gibt es da zwar, ist unsere Zahl höher als wie die der tatsächlich momentan Arbeitslosen. Gut, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann sage ich Dankeschön, dass ihr teilgenommen habt an unserer ersten Online-Pressekonferenz in dieser Art und Weise. Ich hoffe, es ist alles klar. Wenn nicht, wir kennen uns alle, dann wisst ihr, wo ihr nachfragen könnt. Bitte gern, wenn irgendwas noch unklar ist, aber ich hoffe, dass wir alles schlüssig erklärt haben. Martin, willst du noch das Schlusswort? Ganz, ganz kurz. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder physisch sehen, weil es ist mir lieber, eine Pressekonferenz physisch abzuhalten, als online. Und ich hoffe, dass das bald wieder der Fall ist. Und wenn wir uns nur im Schanigarten treffen. Und wie gesagt, wenn ihr nachhören wollt, noch einmal das ganze Geschehen auf tv21.at, kann man das machen. Da steht unsere heutige Diskussion dann online zur Verfügung. Dankeschön.